Unsere U15 während des Trainings hier am letzten Tag in Boppard. Neben mir sitzt ein Spieler, der Philipp Dott. Der hat sich verletzt. Hallo Philipp, grüß dich. Hallo Piet. Ja Philipp, sieht natürlich nicht so toll aus. Du hast dich verletzt hier im Trainingslager. Ja. Und wie sieht's aus mit deiner Verletzung? Was hast du gemacht? Ich habe mir die Bänder überdehnt. Jetzt hat der Daniel Müller hat mir meinen Fuß getaped. Jetzt hoffe ich, dass ich am spätestens am Dienstag zum Training wieder fit bin. Ja. Philipp, du bist zu uns gewechselt. Von wo? Vom VfL Oberwieser. Genau. Und was waren so deine Beweggründe, nach Mayen zu kommen? Ja, die Jugendarbeit hier ist sehr gut. Die Stimmung passt einfach. Die Klasse ist auch richtig gut hier. Alles stimmt halt. Und was sind so deine Ziele für dich persönlich jetzt in der neu gegründeten Regionalliga? Ja, ganz klar. Erstmal der Klassenerhalt. Gute Saison mit der Mannschaft jetzt, eine gute Saison hinzulegen. Ja. Du spielst in der Innenverteidigung, bist ein recht großer Spieler und hast du das früher auch schon gespielt? Nee, früher, ich habe angefangen im Sturm und am Ende war schon der Innenverteidigung. Ja, man sieht also hier wieder, ne, die besten Offensivspieler sind natürlich auch die besten Verteidiger. Philipp, ganz herzlichen Dank und dir viel Spaß in der Regionalliga. Okay. Und das waren ein paar Eindrücke von einem Spieler von der U15. Und damit denke ich, das reicht aus Boppard Buchenau. Wir sehen uns dann wieder auf meiner Homepage und dort gibt es dann alles Weitere zum Jugendbereich vom TuS Mayen.